So, ein wunderschönen und herzlich willkommen zur 119. Folge. Ey, wir schaffen morgen wir schaffen morgen die 120. Folge. Holy shit. Das ist heftig. Das ist echt heftig. So. Erde wollten wir holen. Genau. Oder haben wir noch welche in den Backpacks? Das wäre natürlich. Ah, nee, doch, die hatten wir komplett abgelegt. Die hatten wir auch ins Lager gebracht. Ah, reichen 2 Stacks? Ich nehme mal noch einen Stack mit. Sicher ist sicher. Siehst du, da hört mir gerade auf. Miniminote ist die ganze Zeit on, sagt aber gar nichts. Huh. Lol. Ein eher ruhiger Charakter, wie es scheint. Oder er ist AFK. Kann auch sein. AFK-Check habe ich ja deaktiviert. Das heißt, auf meinem Server kann man komplett AFK sein. Weil ich mag es nicht, mit AFK gekickt zu werden. Weil ich selber halt auch auf anderen Servern gerne mal AFK bin, weil ich einfach mal weiß nicht. Ich habe halt keinen Bock, wenn ich jetzt irgendwie Frühstück mache oder so, mich extra auszuloggen oder ähnliches. Außerdem, wenn man auf irgendwelche Sachen wartet, wie wenn man, weiß nicht, irgendwie mal ein Stack Eisen im Ofen brennt oder so. Dann wartet man einfach nur noch darauf und dann ist es blöd, wenn man dann AFK gekickt wird. Ist, nicht so schön. So. Hier ist der erste, das erste Zimmer. Hier ist das zweite Zimmer. Dann wäre jetzt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier das letzte Zimmer, weil mehr als 3 lang möchte ich das Ganze nicht bauen. Das wird einfach zu groß, soll aber bloß ein kleines Hotel werden. Und kein Monstrum-Hotel. Wie gesagt, ein richtiges Hotel ist fürs Let's Play einfach zu viel. Weil mein, ne, das Hotel, was ich euch schon mal damals gezeigt hatte, das hat ja, weiß nicht, pro Seite 7 Zimmer und war dann 5 Etagen hoch oder sowas. 5 oder 4 Etagen, also mindestens 4 Etagen hoch. Aber wie gesagt, da habe ich auch eine Weile dran gebaut und das wäre fürs Let's Play auf jeden Fall zu viel. Ich hoffe schon, dass wir ein Teammate nicht übernehmen. So, dann hier mal das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Wo kommst du denn her? Ist doch egal. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir sind überall in der gleichen Flucht. Klingt ja gar nicht mal so schlecht. So, hier hinten machen wir wahrscheinlich nichts. Das heißt, wir haben hier in der Mitte schön viel Platz dann für Treppen oder ähnliches. Wie wir denn die Treppen designen, muss ich sowieso mal gucken. Auf jeden Fall kommt denn ja hier hinten auch wieder ein Gang hin. Ungefähr so. Genau. So. Das heißt, hier sind die Zimmer, hier in der Mitte ist der Gang, der wie gesagt so als Ring rumgeht. Den schließt sich hinten auch mal. Dann geht der hier so rum. Geht dann hier so lang.
hier auch wieder die Zimmer. Ja, easy. So, das heißt, wir könnten das... Achso, wir müssen gucken, wo die Türen hinkommen. Türen. Türen mache ich 1er Breite, oder? 2er Breite lohnt sich einfach nicht. Dann würde ich mal sagen, ich mache die Türen einfach immer ans Ende des Zimmers. Also dahin, dahin und genau dahin. Und hier einmal spiegelsymmetrisch, einmal dahin, dahin und dahin. Wobei halt zur Wand schon ein bisschen Abstand wäre gar nicht mal so verkehrt. Würde es gut aussehen, wenn ich die Tür hier hin mache, vom Gang aus gesehen? Ach doch, ich lasse es so. Also. Okay, das heißt, wir haben so schon mal unsere Blaupause. Dann können wir die jetzt anfangenderweise mit Gestein ersetzen. Und dann noch schon anfangen, den Boden reinzuziehen. Den Boden würde ich komplett aus Dschungelholz machen. Sobald wir von Dschungelholz sowieso am meisten haben. Würde sich also auch so schon anbieten. Okay. Die Sache ist halt, wir werden scheiße viel Stein brauchen. Also richtig scheiße viel Gestein brauchen. Ja. So, die Lobby. Bin ich mit der Lobby zufrieden? Weitestgehend so erstmal ja. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Hier kommt dann wieder der Eingangsbereich, kommt eine Treppe oder sowas hin, keine Ahnung. Und ab hier wird dann ausgetauscht. Wobei die unterste Reihe könnte ich auch, also ein bisschen von außen, Stonebricks verwenden. Das würde schon arschgeil aussehen. Aha. Mach ich auch. Oh Gott, wir brauchen viel Cleanstone. Wir brauchen ganz viel Cleanstone und ganz viel Holz. Und zwar richtig scheiße viel. Und so schöne Weide mit den ganzen Tieren. Oh, guckt euch an. Du kommst weg und du kommst weg. Oh, du kommst weg. Du kommst weg. So, Backpack. Was haben wir hier drin? Aufweise Pflanzenzeug. Ansonsten mehr nicht. Gut, dann kommt das ganze Pflanzenzeug auch erstmal in die davor vorgesehene Kiste. Du bitte nicht. So. Okay. Axt und so können wir auch erstmal wegpacken. Brauchen wir erstmal alles nicht so sehr. Na gut, doch dich wahrscheinlich schon, weil ich mich garantiert mit dem Gestein verbauen werde. Blätter kommen in die Blätterkiste, wie gehabt. Da kommen auch gleich noch die ganzen anderen Blätter mit rein. Blätter haben wir zum Glück mehr als genug. Wobei langsam unsere Blätterkiste voll wird. Was haben wir nochmal in der Blätterkiste drin? Hier haben wir... Ach, einfach... Einfach so wie es kommt, ganz ehrlich. Hier ist ja so egal. So. Du kommst damit rein. Haben wir noch normale Blätter? Ja.
Okay. So. Okay. Cleanstone. Cleanstone, wenn wir einiges brauchen. Echt einiges. Na gut, achso, Holz. Haben wir schon Holzbretter irgendwo rumliegen? Nö. Okay. Siehst du? Oh, Scheiße. Ja, man sollte vielleicht gleich von Anfang an mitdenken. Wir haben ein so geniales Werkzeug und nutzen es nicht mal. Das ist traurig. Weil dann müssen wir nämlich, nee, dann nehme ich nicht die ganze Erde ab. Tragen wieder und immer Steine hinsetzen, sondern wir können einfach direkt die Erde mit den Steinen ersetzen. So ungefähr. Ach, ich bin noch bescheuert. Ich wollte das Stonebreak verwenden. Kacke. Geht das? Bekommen wir da den Kobbel, den Cleanstone zurück, wenn ich das jetzt mache? Oder? Ich mache mal so. Nee, wird natürlich Cobblestone. Scheiße. Och nö. Okay, das hier kann bleiben, weil hier kommt ja noch außen dran. Diese Muster habe ich noch gar nicht hier eingeplant. Fällt gerade mal so auf. Was? Oh. Wir sind out of Stone Bricks. Wie konnte dieses passieren? Ah, gib mir noch eins hier. Da habe ich gerade zu schnell geklickt. Ist hier Ende? Ja. Wie gesagt, der Außenring, der wird mit Brickstone gemacht. Ansonsten alles andere wird dann aber normales, also innerhalb normales Stone und auch beim Außen natürlich nur die unterste Reihe. Alles, was dann da drüber kommt, ist dann auch wieder normales Gestein. Tja, dass wir jetzt natürlich wieder das normale, also Cobblestone zurückbekommen, ist natürlich traurig, aber naja. Dummheit muss bestraft werden. Wieder alle. Ey. So, du kommst wieder weg. Du kommst dahin. Da haben wir echt ein zu wenig. Willst du mich verarschen? Ich glaube das nicht. Ach Gott. Ich hasse dich. War ja wieder klar.
Ist immer genau einer, der hier immer, ne? Schwänze. So. Das lasse ich erstmal raus. Da möchte ich mich nochmal entscheiden, ob ich wirklich die Tür links oder rechts hin mache. So. Warte. Ja, das. Das war ja gerade fast eine Melodie. Okay, Seite Nummer 1 habe ich schon mal soweit fertig. Von der Blaupause her natürlich nur, klar. Aber ich denke mal, man kann den Grundriss mittlerweile echt gut erkennen, wo hier später so ungefähr was hinkommt. Sollte mittlerweile erkennbar sein. So, und jetzt kommt Mr. Holz. Wir haben fast, oh Alter, wir haben, ja, ich sag's dir, wir haben zwei Stacks für eine Reihe gebraucht und dabei haben wir nicht mal die Außenreihe gehabt. Obwohl doch haben wir letztendlich, weil die Custom-Bricks haben wir aus dem Keystone gemacht. Von daher haben wir ungefähr genauso viel verbraucht. Aber, wie gesagt, zwei Stacks für eine einzige Ebene und eine Etage alleine besteht aus fünf Ebenen. Und ich würde gerne mindestens zwei, eigentlich hatte ich sogar gehofft, drei Etagen machen. Das wird heftig. Scheiße, wird das heftig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was habe ich mir da vorgenommen? Warum tue ich sowas? Ach du Kacke. So. Ach komm her damit. So. Hier jetzt das ähnlich, so ähnlich. Du kommst nach da. So, mal hier so ein bisschen, ne? Ah, Mini-Minaut meldet sich auch mal wieder zu Dienste. So. Ich hätte das hier in der Mitte. So, lässt sich das erstmal so, wie es ist, weil, wie gesagt, was da hinkommt, müssen wir noch überlegen, ob wir da so einen kleinen Innengarten machen oder Wasserfall oder was auch immer. So, die ersten Fußböden sind mittlerweile auch schon drin. Sehr gut. Tja, eigentlich bin ich ja immer so ein bisschen gewillt, diese, ne, hier in der Mitte kommt jetzt, wie gesagt, dieser Gang. Unser Flur.
Und eigentlich bin ich gewillt, bei der Grenze zwischen Innen- und Außen immer so was Andersfarbenes zu machen. Das Problem ist, normalerweise hätte ich immer das Ganze aus normalem Holz gemacht und konnte dann als Schwelle immer Dschungelholz benutzen, weil es dann dunkler war. Aber Dschungelholz ist ja bereits das Dunkelste. Das heißt, wir brauchen für die Grenze irgendwas anderes, Wunderbares als Akzent. Jetzt haben wir natürlich hier den Creative Server, das heißt, wir haben hier ein bisschen mehr Auswahl an Holzfarben. Das Rote würde ich auf jeden Fall nicht benutzen, das ist definitiv zu dunkel. Aber ich sehe, was ist das hier eigentlich für ein Holz? Hardwood. Ah, oh geil, geil, na, easy. Okay, hat schon erledigt. Wir haben alles, was wir brauchen. Haben wir Holz, normales Holz dabei? Natürlich nicht. Doink. Nein, da. Holz, 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 Holz. Das heißt, wir brauchen Hardwood. Wie viel machen wir daraus? Na, wie gesagt, ich plane erstmal nur 4 Zimmer. Das heißt, wir brauchen erstmal. Quatsch. 4 Zimmer, was laber ich? 2 Etagen at 6 Zimmer. Das heißt, 12 Zimmer. Brauchen wir also 24 von den Dingern. Jetzt haben wir aber unten noch ein Foyer. Ich mache mal erstmal nur 12. Sechzehn. So. Das Holz rennt uns ja zum Glück nicht weg. Von daher. Wow, schon nach der ersten Folge erkennt man ungefähr, wie das Ganze aussehen wird. Ist doch gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, doch, sieht da geil aus. Perfekt. Oder wir tauschen die Farben. Dass wir das als Fuß. Wobei. Ah, so geil ist die Textur A erstens nicht. Und zweitens bräuchte ich für den B ganz schön viel normales Holz. Oh, was haben wir denn hier hinten gemacht? Upsala. So, bitte. Außerdem bin ich bescheuert. Ich wollte doch gar nicht zwei breit machen. Ich wollte doch nur eins breit machen. Ich wollte nur erst gucken, ob links oder rechts. Ah, war ja klar. Hardwood können wir natürlich wieder nicht mit der Hand abbauen. Ach, leck mich doch. Wenn ihr das Leben einfach mal ganz unauffällig sagen möchte. You are fucked. Hallo, er dann Stamina? Wieso geht mein Stamina nicht hoch? Das ist doch Bullshit. Ah, komm mal her, du scheiß Axt, du. Digga, was ist mit der Stamina los? Manchmal funktioniert das mit dem Stamina-Aufladen nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, hat gut funktioniert. So. Spitzhacke. Okay. Du komm, du komm, du kommst raus. Ach so, siehst du, geht. Moment schon mal. Würde das funktionieren? Lol, es geht tatsächlich. Nice. Hallo. Siehst du, kann man damit auch Obsidian abbauen? Das wäre natürlich krank, wenn man auf die Art und Weise auch Obsidian dann vielleicht abbauen könnte. Das wäre natürlich schon fast Bug-Using. Oder, naja, Bug, es ist ja nicht wirklich ein Bug, sondern einfach in dem Moment. Nicht ganz zu Ende überlegt.
Okay. Weiter im Klartext, das heißt. So. Ist gerade schon wieder das Schäfchen am Saufen oder was? Klingt gerade schon wieder so. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und ihr kommt hier hin. Wie schon sagte, das Hotel wird uns definitiv einige Folgen lang in Atem halten. Einmal schauen. Vielleicht lasse ich mich auch überreden. Müsst ihr dann einfach sagen, wenn ihr keinen Bock mehr habt auf das Hotel, dass ich dann sage, okay, die erste Etage, die bauen wir komplett legit und die anderen Etagen mache ich dann einfach Copy und Paste mit World Edit oder baue sie offscreen oder weiß der Geier was, je nachdem wie ich selber Lust drauf habe. Wenn ihr sagt, okay, wollt ihr nicht haben, aber ich habe Lust zu bauen, dann baue ich es halt offscreen weiter. Und wenn ich sage, okay, ich habe auch keinen Bock drauf, dann mache ich einfach Copy und Paste. Ja, das hat gut funktioniert. Aber wie gesagt, die erste Etage, die bauen wir auf jeden Fall erstmal legit. Und dann gucken wir mal weiter. Und wie gesagt, wir werden auch nicht die ganze Zeit dran bauen. Also das Hotel, das wird quasi sowas wie so ein, ja, wie so ein Idle-Prozess. Also die erste Etage, also jetzt hier unten, ist unten das Grundkurs, das was wir jetzt gerade machen. Das versuche ich zwar so ein bisschen durchzuziehen. Aber wir müssen dann auch nicht gleich die zweite Etage im Anschluss machen, sondern können uns da durchaus mal ein paar Folgen Zeit lassen. Und dann sagen, okay, muss nicht alles heute und morgen sein. Sondern wir lassen uns einfach mal Zeit bis Folge 200 oder 2000 oder 20.000. Mal gucken, wie viele Folgen es überhaupt werden. Man weiß es ja nicht. Also ich zumindest nicht. Kann ja sein, dass einer von euch Hellseher ist. Bin ich offen gegen... Was? Bin ich... also... Habe ich... Bin ich offen? Habe ich nichts dagegen? So rum? So. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Damit ist das Grundgerüst fertig. Oh, hier bald hier noch was. Ja klar, Ronny. Und wieder komplett verkackt. Zum Glück gab es hier noch keinen Weg. So. Hada! Die Blaupause ist schon mal fertig. So sieht das Ganze dann aus. Hier ist der Eingang. Hier kommt man rein. Hat man hier so einen schönen Ring, so einen Kreis. Hier hat man in die Zimmer. Da die Zimmer. Und ja, die erste Etage hier unten hat nur normale Zimmer. Und ab der zweiten Etage gibt es dann auch noch nach außen ran Balkons, so wie üblich halt. Ja, und wie gesagt, hier in der Mitte, da wird nur damit, ja, das. Zum einen kommen in die Mitte dann später die Treppen. Wobei ich fast am Überlegen bin, ob ich die Treppen nicht hier hin. Oh, Schaf ist gestorben. Warum? Hä? Hier war doch gar nichts. Warum ist das Schaf hier gestorben? Okay, egal. Vielleicht baue ich auch hier hinten die Treppen mit, dass quasi hier hinten das direkt dann hoch geht. Dass es quasi kein Ring ist, sondern einfach nur so ein U. Und hier hinten ist einfach immer die Treppen, die jeweils zur nächsten Etage hochgehen. Und müssen wir gucken, wie wir das machen, designtechnisch. Weil ganz ehrlich, hier drinnen noch Treppen unterzubringen, ich weiß nicht, ob dafür genug Platz ist. Ich will es aber auch nicht noch breiter bauen, weil es einfach für das kleine Hotel ansonsten zu breit wird. Von daher müssen wir es so schaffen. Gucken wir dann einfach mal. Aber auf jeden Fall kommt man dann hier raus. Hat dann hier so einen kleinen Schwenker und kommt hier wunderschön über die Brücke.
ist doch eine geile Scheiße. Ja. Holy shit, das wird noch ein Abenteuer werden. Na gut, würde ich mal sagen. Nächste Folge sehen wir mal weiter. Was denn kommt, wie was kommt, ob überhaupt irgendwas kommt oder ob alles Verspätung hat. Wir kommen in Berlin. Bis dahin.